Willkommen zurück bei EastShade, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir stehen hier in Navar in der Kneipe und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ich weiß gar nicht, ob uns überhaupt was erwartet. Scheint nämlich nicht so der Fall zu sein. Gibt es da eine Uhrzeit dafür? Wir springen direkt rein, Leute. Wir springen direkt rein. Storytelling begins at 7 o'clock. Oh, wir sind natürlich, Mist, viel zu spät. Das hat ja keiner ahnen können, dass da um 11 Uhr keiner mehr misst. Okay, dann nicht. Dann war das mal wieder ein fulminanter Start. Der Pleiten-, Pech- und Pannen-Kategorie. Wir schlafen einfach mal bis... Hier ist ja das Ding, ne, um 12 Uhr. Ich will nämlich was ausprobieren. So, zum einen mal... Weiß ich nicht, vielleicht bis, auch nur bis um 10, dann haben wir 2 Stunden Zeit, so machen wir das mal ungefähr. Ich will nämlich was ausprobieren, denn wir haben ja in der, ich weiß gar nicht mehr was, die letzte Folge oder die vorletzte Folge, eine von beiden, haben wir was herausgefunden. Und zwar, so, lass mich einmal hier raus, beziehungsweise was heißt hier herausgefunden, das ist vielleicht zu groß gesagt, aber wir haben also eine Statue, nicht so ein komisches Steingebilde entdeckt. Und dieses Steingebilde, meine Freunde, ich habe keine Ahnung warum und weshalb und ich weiß auch nicht so wirklich, ob das was mit dem Matwillows-Rätsel wirklich zu tun hat. Kann auch sein, dass ich da auf die Schnauze fliege. Keine Ahnung. Aber... irgendwie ist es da zumindest in der Nähe und da steht sonst nichts dran. Und es ist irgendwie eine Statue. Und vielleicht... wir haben Leinwände, ne? Ja, 3 Stück. Und irgendwie, weiß ich nicht, ist es vielleicht einfach nochmal ein Versuch. Ein Versuch, da nochmal irgendwie in die Richtung was zu machen. Denn mir gehen so langsam sonst die Ideen aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte irgendwie ein bisschen der Schlüssel sein für manches andere. Keine Ahnung, was wir... bei Mad Widows Rätsel noch... Moment mal. Wer bist du denn? It comes. Ah, das war der Typ, der... ich erinnere mich, den haben wir schon mal getroffen. Wo es angefangen hat zu regnen. Ich frage mich, ob da noch mehr dahinter steckt. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber... könnte ja sein. Genau, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterbringt, aber ich vermute stark, dass wir dort ansetzen müssen und dort weitermachen müssen. Da wir sonst, glaube ich, keine, weiß ich nicht, glaube ich, keinen Fortschritt mehr kriegen. Denn die Quests, die wir noch so haben, die lassen sich irgendwie viele gar nicht so richtig weitermachen. Zumindest mit dem Stand, den wir aktuell haben. Jetzt muss ich nur noch das Ding finden. Wo war denn das? Das war da hinten irgendwo, ne? So. Kurz vor Mittag. Da hinten. Guck mal, weil das ist sogar Richtung... hier. Dem Mond. Und der Sonne. Das könnte schon irgendwie was sein, oder? Keine Ahnung, was steht denn da nochmal drauf? Wir haben ja noch kurz ein bisschen Zeit. Matwillows Rätsel. Konstant im Zustand des Fallens gefangen, ob unter oder ob aufgegangen, steinerner Anblick, wenn der Stern sich versteckt, wachendes Auge am Mittag entdeckt, wenn der Tage sich verdunkelt, nur einen Moment, wenn ein Stern erlischt und dann wieder brennen, das größte Auge starrt dich an, wenn Blicke sich kreuzen, der Moment ist dann. Ist das so eine Art Auge? Könnte man schon... das könnte man schon interpretieren. Das könnte vielleicht tatsächlich richtig sein, Leute. Keine Ahnung. Vielleicht ist das wirklich der Durchbruch. Das wäre ja mal gleich zu Beginn der Folge ein Erfolgserlebnis. Wäre ja mal was Neues. Mittig? Oder ich weiß es nicht. Wie macht man das dann? Aber könnte man das als Auge interpretieren? Vielleicht? Ja? Hier so das Augenlid oder so. Jetzt weiß ich nicht, wie... zu welchem...
zu welcher Uhrzeit direkt oder ob die Sonne da dahinter verschwunden sein muss oder nicht. Vielleicht schon, wahrscheinlich, ne? Wir warten einfach, bis sie verschwunden ist. So, Leute, der Moment der Wahrheit. Ich sag's euch. So, irgendwie können wir ein schönes Foto machen. So, jetzt ist es direkt dahinter verschwunden. Aha! Sehr gut, Leute. So viele Erfolgserlebnisse auf einmal bin ich gar nicht gewöhnt. Die letzte Folge und auch diese hier scheint irgendwie unter einem guten Stern zu stehen. Beim letzten Mal schon hier schön weitergekommen. Was wir auch nochmal machen müssen, ist nochmal ein Bild vom Baum. Huch, haben wir das schon? Haben wir das schon gesehen und entdeckt? Ach, das war der Fischer? That old Fischerin. Pops, he's a-coming for you. No ring traveler? Hop to it, I'm counting on you to set things right in the sea. Ja, hier müssen wir auch noch angeln. Ich weiß noch nicht, wie das Angeln wirklich funktioniert. Das werden wir auch nochmal herausfinden. Dass wir auch wirklich mal was angeln können und einen Fisch da bekommen. Aber jetzt wollen wir erstmal Mudwillows Rätsel abgeben. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringt. Ich hoffe, das bringt uns irgendwie weiter. Denn das wäre schade, wenn wir mal hier auf das Questlog gucken. Gut, die Mutters Wünsche, exklusiver Club. Das Amulett, keine Ahnung. Fisch. Ich weiß nicht, wie man angelt. Mudwillows Rätsel haben wir jetzt. An der Spitze von Navar. Können wir noch nicht, brauchen wir die Dinger. Lebenselixier, können wir noch nicht, brauchen wir die Dinger. Die verschlossene Kiste, können wir noch nicht, kommen wir noch nicht hin. Die Dichtmasse, brauchen wir das Passwort. Und hier, keine Ahnung, ja. Also ihr seht, das ist gerade das Einzige, wo wir auch wirklich weiterkommen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob wir noch irgendwo groß mehr Quests kriegen, weil so langsam habe ich das Gefühl, wir haben alles abgegrast. Bin ich schon vorbei? Nee, ne? Hier, da ist es. Ja, so dass das eigentlich eine der wenigen Optionen ist, die wir hier noch haben. Seht ihr was? Ich hoffe. Ansonsten hier eine Fackel oder so. Wenn ich hier gerade auf meinen Kontrollbildschirm rüber gucke, dann sieht es ein bisschen dunkel bei euch aus, aber bei mir auch. Von dem her, keine Sorge. So, liebe Mudwillow. Ah, here is something unexpected. I thought my riddle went neglected. Das war schwer. The glowing sun confines me to mud, but this, it puts life in my blood. It's yours, most valuable thing I own. A trade for the clever wit you've shown. This brew's the only one of its kind, and its powers need a solid mind. Drink slow, once a day, your eyes will grow clear. Just a sip, and treasures will glow when you're near. Sip up, see well, but exercise care. This sight drains your spirit, till none can you spare. I devote myself to studying eyes, and I've seen plenty brimming with lies, but perhaps you're different in the end. Best wishes to you, my clever friend. Nice! So. Ausrüstung. Ne, leere Flasche ist das. Getränke. Mudwillows Tinktur. Ein Tröpfchen am Tag, das ist genug für die Dinge, die du suchst. Trink aus sie selbst, doch habe Acht. Diese Sicht deinen Geist gar müde macht. Dass die immer so in Rätsel sprechen muss, Leute, ey. Das ist ein bisschen. Naja. Was haben wir jetzt hier? Mudwillows Rätsel haben wir abgeschlossen. Können wir da. Vielleicht können wir damit ja das Amulett finden. Das ist nämlich das, ne? Hier, Mudwillows Rätsel. Eine Quest, für die man die andere braucht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn wir dieses Amulett gefunden haben, der Typ uns da dieses Passwort gibt. Da bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Ich habe ja immer gedacht, dass wir irgendwie da raus müssen aufs Wasser. Aber offensichtlich hat uns
dieses Mudwillow-Rätsel hier gefehlt. Ich habe eigentlich gedacht, da kommt vielleicht irgendeine andere Questreihe auf uns zu, die uns da nochmal irgendwie weiterbringt. Oder sie gibt uns das Passwort, weil sie irgendwie da auch in diesem Club drin ist, keine Ahnung. Wobei, das wäre eher unwahrscheinlich gewesen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Von dem her bin ich auf jeden Fall schon mal froh, dass wir hier weitergekommen sind. Jetzt müssen wir hier nochmal den Baum ganz kurz. So irgendwie. Denn den Baum haben wir ja noch nicht gehabt. Also haben wir schon gehabt, aber der wurde uns ja wieder... Da haben wir ja... Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Das will ich eigentlich sagen. Das haben wir aus Versehen abgegeben, das Bild. So, jetzt werden wir aber schnurstracks... Was? Warum? Ja, die Textur sieht da nicht ganz so schön aus. Warum fliegt die? Warum ist die da? Naja, gut. Wir lassen uns davon mal nicht aufhalten. Sondern... Ach, guck mal hier. Müssen wir da nicht... Eine Steinbrücke? Nee. Ein einsamer Turm. Ein natürlicher Bogen. Ein natürlicher Bogen befindet. Naja, gut. Ein Lehmhaus. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo wir ein Lehmhaus finden. Haben wir da schon mal eins gesehen? Und was war das letzte? Sorry, dass ich... Ein einsamer Turm. Ja, da haben wir diesen einsamen Turm bei Lindo. Ich weiß nicht, ob so ein anderer Turm hier auch noch dazu reicht. Da, wo diese Seilrollen drauf sind. Könnte man ja auch noch ausprobieren. Können wir ja gleich, wenn wir da wieder zurücklaufen. Ich hoffe nämlich, dass wir jetzt gleich hier... Das Ding da unten finden. Aber wir werden müde, ne? Das war da irgendwie... War vielleicht der Haken da dran. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das für Auswirkungen hat am Ende. So. Okay. Wieder zurück. Bin ich mal gespannt, ob uns das jetzt was bringt. Tränke. Mudwillows Tinktur. Ach, guck mal einer an. Hier. Tatsächlich. Oh, you found my amulet. Ach, Mann. I thought I lost it for good. Es hatte Glück, dass ich da war. Es sah irgendwie wichtig aus. Es hatte Glück, dass ich da war. Es sah irgendwie wichtig aus. Es sah irgendwie wichtig aus. This is the key to my organization, the roots. We're committed to the proper use of dream teas. The proper use being to use them. We get our fair share of trouble from the Shez. They think tea should only be used for sacrifice. That's why we have to be so careful. Davon habe ich auf einem Steckbrief gelesen. Oh yeah, the Shez are always harassing us about it. They're upset because we use the holy tea instead of leaving it to get moldy like they do. They have plenty of their own tea to sacrifice, but they want to rescue ours specifically. You should hear the crazy plots they come up with to steal from us. Maybe don't mention any of this to them. You seem like an honest person, though. If you want to give it a try, come visit us. Our meeting place is kind of hidden away. Not everyone in Nava understands dream teas, you know? The door is on the outer wall of the city, facing toward the sea. Take the underground tunnel starting near the bread stand in Nava. There is a walkway that leads right to the entrance. Haben wir schon gesehen? These amulets are a ticket inside, but you just tell the person behind the door that the password is Dreamland, and I'll make sure you get in. I'll see you there sometime. Thanks again for finding my amulet. Ja, sehr, sehr gerne. Okay, gut. Vielleicht finden wir da ja sogar noch mehr. Na? Kann ja gut sein. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Passwort. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das Passwort gleich dem Typ geben will, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung,
was der vorhat. Deswegen bin ich mir da noch nicht ganz sicher, ob wir uns da nicht was ganz, ganz Großes auch verspielen. Und jetzt will ich mal ganz kurz hier... Einsamer Turm. Da soll nichts anderes außer der Turm drauf sein. Ach nee, warte, ich glaube sogar wirklich nichts anderes außer der Turm, ne? Also... eher sowas hier. Ja. Schön. Hier, nehmen wir mit. Na, durchs Gestrüpp hier. Huch. Das ist natürlich insgesamt sehr, na, hier. Natürlich noch eine sehr spannende Sache hier mit den Chess und den Roots. Boah, ist das laut. Vielleicht ist es auch nur bei mir so laut. Aber da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Beziehungsweise ist natürlich eine spannende Sache, wie sich das so verhält, ne? Gerade auch mit Religion. Ihr wisst ja, ich als Christ würde niemals irgendwie sagen, dass Religion sinnlos ist. Aber es führt halt auch schnell wirklich zu Missbrauch, das muss man tatsächlich auch sagen. Wie viele andere Sachen auch natürlich, ne? Also du kannst auch mit Politik Missbrauch betreiben, mit Sozialismus und so weiter, die Religion ablehnen. Man hat auch Schaden angerichtet oder andere politische Einstellungen. Aber natürlich, Religion darf sich da nicht irgendwie denken, naja, wir haben jetzt hier keinerlei Schuld an irgendwas. Da gibt es leider geschichtlich viel zu viele Beispiele, wo Religion auch missbraucht wurde. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Und genauso auch hier die Religion hier, die Chess. Ich habe bis jetzt noch keinen von denen wirklich getroffen. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt gleich zusammenfallen müde, wenn das Ding hier rum ist. Ich habe von denen noch keinen getroffen. Ich weiß nicht so wirklich, wie die drauf sind, aber die, ja, wirken schon so ein bisschen... Ah, okay, wir sind wieder ganz normal. Die wirken schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, fanatisch an der einen oder anderen Stelle. Und das ist natürlich immer eine Sache, die ich schwierig finde. Naja, da können wir jetzt einmal mal gucken. Vielleicht lernen wir ja noch von den Chess jemanden kennen, dann können wir uns da nochmal ein genaueres Bild davon machen, weil das ist auch so eine Sache, dass man viel zu oft urteilt, weil man nur von anderen etwas hört, aber die Menschen nicht persönlich kennengelernt hat. Und die Religion und das, was dahinter steckt. Deswegen sind wir mal gespannt, was da so kommt. Wir wollen jetzt erstmal den Eintritt hier in dieses Ding hier rein. Und wir haben das Passwort, ja. Hier, das Passwort ist Traumland. Vielen Dank. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Interessant. Interessant, interessant. Wo es hier hingeht. Ist jetzt noch keinen getroffen? Wo sind wir hier? Oh. Na, kommst du auf mich zu? Kommst du hier raus? Okay, wir können hier... Können wir mit denen noch reden? Ich bin irgendwie noch ein bisschen... Kann ich da nicht irgendwie... Ich könnte irgendwo aussteigen, aber das kann ich wahrscheinlich nur auf der anderen Seite. Ich bin hier mit niemandem irgendwie... Ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwie noch, weiß ich nicht, eine Quest oder sowas bekomme.
Okay, aber vielleicht kann ich doch einfach aussteigen. Ich habe gerade bloß die Option nicht mehr gesehen hier im Menü, beziehungsweise auf dem Bildschirm, aber das stand ja irgendwo da, dass ich hier auch mit erhalten Silbertraumtee, erhalten Blautraumtee. Ich habe keine Ahnung. Ah, Zeit für ein aufregendes Nickerchen. Es ist der Silber, der Blau, auf einen nicht so erholsamen Schlaf. Ist das quasi zum Durchmachen und das zum Einschlafen? Ich habe keine Ahnung. Sollen wir davon einfach mal was trinken? Ich weiß nicht, was passiert, Leute. Ich sehe nur die Texturen ein bisschen nachladen. Aber sollen wir mal so einen Silbertraumtee hier probieren? Komm. Oha. Was ist das denn? Oh. Ah, wow. Uiuiui. Nein, 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 nein. Nicht untergehen, mein Freund. Was ist das denn? Uiuiui. Ja, das passiert übrigens, wenn ihr zu viel Drogen nehmt, dann landet ihr auf solchen merkwürdigen Kissen. Was passiert hier? Wo sind wir? Was muss ich als nächstes tun? Fall ich da runter? Kann ich da? Muss ich da runterspringen? Touren laden übrigens nicht so wirklich nach. Was war das denn? Abgefahren. Wir kriegen Inspiration dazu. Okay. Was auch immer das war. Was ist das? Den übrigen Tee einlagern. Entferne einen braunen Tee. Aber kann ich den nicht wieder nehmen? Mist, ich wollte noch. Nein! Oh. Aber den kriegen wir bestimmt wieder, ne? Also wenn wir irgendwie am nächsten Tag dann nochmal kommen. Ey, was war das denn? Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung, was uns da gerade passiert ist. Aber ich glaube, wir haben gerade einen kleinen Drogentrip durchgemacht. Und ja, wir haben ein bisschen Inspiration bekommen, mehr leider auch nicht. Ich weiß nicht, was da noch auf uns zukommt. Der Typ da drüben ist mir immer noch ein bisschen suspekt. Ich weiß immer noch nicht so richtig, Der sieht irgendwie nicht koscher aus, muss ich sagen. Da ist doch noch irgendwas mit dem, oder? Was denkt ihr? Jetzt aber erstmal gucken. Jetzt müssen wir vielleicht doch, da unten war ja nichts mehr, also müssen wir doch vielleicht dem Typ das Passwort geben, auch wenn ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass der einer von den Chess ist und wir damit jetzt gleich ziemlich viel Schaden anrichten. Aber wer weiß.
Vielleicht ist es ja auch genau das, was wir tun müssen, um der Storyline zu folgen. Oder wir zahlen dem halt 500, aber 500 ist schon echt eine Ecke an Glowstones. Got some junk to sell. Wegen der Dichtmasse. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 Glowstones. Well, smack me in the bloom sack and call me a tea kettle. Better than the Glowstones, if you ask me. Much obliged. Here you go. 5-mal Dichtmasse. Bis bald. Aber vielleicht bietest du gerade irgendwas zum Verkaufen? Did I mention some people call me one glowstone guy? Well, I only ever have one item for sale at a time, and I only sell anything for one price. Guess how much? 500 Schimmersteine. 500 glowstones. Und was verkaufst du gerade? Sealant. Ah, immer noch. Warum Dichtmasse? See, I like to buy things and hold on to them. At any given time, there's always one thing that everyone needs and nobody has. And I just make sure I happen to have it. Clever. Right now, that thing is sealant. The woodworkers need it for weatherproofing, the engineers need it for pipe making, and the fisherfolk need it for boat building. Apparently, the shipment that was coming ran a reef, which is just the kind of news I like to hear. Ich verstehe. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 glowstones. Können Sie sich anders einigen? There's only one thing I want that I can't seem to get. But I'm not sure you can help. Was denn? I want to get into that fancy club, the Roots. There's such a... Get me that pass... Ja gut, habe ich ja schon. Okay, bis bald. Na gut, die Dialogoption hätte es eigentlich gar nicht mehr geben dürfen jetzt, aber ist okay. Wir haben jetzt Dichtmasse, Leute. Wir haben jetzt Dichtmasse. Wir könnten jetzt ein Boot bauen, ein Floß. Hier, das hier haben wir. Wir haben jetzt ein Floß. Wir können damit jetzt aufs Wasser. Ich weiß nur noch nicht, auf welches Wasser wir als erstes wollen. Aber wir können da jetzt hin. Wohin wir da aber gehen, das werden wir wahrscheinlich erst das nächste Mal, die nächste Folge, richtig machen. Wir gucken jetzt noch ganz kurz. Ein bitterer Fisch. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich... ein Sandfisch sei. Haben wir irgendwo... Wir haben doch Bücher. So, Bücher. Die Fische des Fellstromflusses. So, Sandfisch. Blauen Elritze. Hier. Sandfisch schluckt große Mengen Schotter, was ihm erlaubt, schwer und ohne Auftrieb im Flussbett zu liegen. Er jagt Donnerforellen, indem er vorbeikommende Exemplare mit Sand bespuckt. Die desorientierten kleinen Fische schluckt er so dann zusammen mit ausgespucktem Sand. Okay. Wurden früher zu Pulver zermahlen und so tiefblaues Pigment verfarben, sondern diese Fische fressen nahezu alles, abgesehen von anderen Fischen. Die blaue Elritze. Pflanzen und Eier zu verspeisen. Ich glaube, wir müssen so eine blaue Elritze fangen, weil... Dann wäre ich ganz schwer, Donnerforellen gemeinsam. Und genau, bevorzugt die blaue Elritze, weil die fressen dann die blaue Elritze. Und der Sandfisch frisst dann die Donnerforelle. Und dann kriegen wir vielleicht den Fisch fangen. Das ist vielleicht die Vorgehensweise, die wir irgendwie haben müssen. Wenn das so funktioniert. Keine Ahnung, ob und wann und wie, aber 19.33 Uhr, ach nein, ich glaube, wir sind zu spät. Nein, ich wollte noch das Ding hier. Ich glaube, wir sind zu spät. Ich glaube, wir hören das nicht mehr. Ach doch. Ach, schön. Das machen wir noch zum Abschluss. There was once a witch who lived in a tiny hut at the edge of a swamp. She was skilled in the healing arts. Okay, das haben wir aber schon gehört, oder? Though she had many visitors, her truest companions were a cluster of spiders living under her table. One day, a man ambled up the path and knocked. Dann hören wir es uns nochmal an. Und ich sag schon mal jetzt gute Zeit. Und ihr könnt, wenn ihr es schon gehört habt, einfach nochmal abschalten.
He looked around the hut with a sneer. People cross the world for your cures, and yet you live in this terrible shack. Surely folks pay dearly for the chance to continue breathing. But Flora was not one for glowstones, and she quite liked her home. She only stiffened and asked what his ailment was. So he told her of the terrible pains and aches he suffered. Horrible scratching in his toenails, in each strand of hair, and in his tear ducts. Ah, it was a torture like none other. But he'd heard of the cure, only to be found in the swamp near her home. The only way to ease his pain? The heart root. Well, in all her years of saving lives, Flora had never heard of such a route. But the Borg wasn't so treacherous, and she had gone in many times for lesser cures. So, she agreed to find the heart root, and the man agreed to wait in her hut. Flora trudged through the swamp, thick with slime and the stinking air heavy with rot. When she came to a clearing of black clay, she thrust her hands into the wet muck, but alas, nothing. She dug for hours, her back aching and fingernails packed with mud. Finally, just as twilight fell to darkness, she found it. A spiral green tuber, pulsing and glowing like a star. She lifted the root, heavy with swamp water, and slid it into her bag. Not a moment later, something rustled in the shadows. A tiny silhouette showed itself beside her. You have stolen from me! That root is not yours to take! It hissed. The witch could just make out the sight of a moss elf, staring up at her in fury. She told him of the ailing man and the power of the strange root. But the moss elf only grew more angry and stamped his feet in the swampy muck. It's a root of poison and destruction, he screeched. It cannot heal anything. I curse you. I curse you to remain in this bog forever. And he snatched the root from her bag before darting back into the night. Flora's path melted away, replaced by a ring of identical tree trunks, branches crisscrossing, weaving a cage around her. Roots churned under her feet, and a bone-chilling mist draped itself over the bog. Flora sat down on a tree trunk and got to thinking, wondering about the man who had sent her in hunt of the root. Had he known the truth? Had he wanted to use it for evil? No way to tell. So she set to trying to remember if anyone had ever broken a moss elf curse. Just then, she felt a tickling down her arm and her leg. She fought the urge to swipe, and if it wasn't her own spiders, they brought terrible news. The supposedly ailing man had taken over Flora's hut, demanding riches and luxuries from the ill in exchange for false medicines. He'd thrown out her furniture and dumped the spiders into the rain, threatening to stomp them if they snuck back in. Now, it is often forgotten that spiders know an awful lot about a lot of things. With so many eyes and a knack for spinning tails, it's a natural skill. They knew exactly how to break a moss elf curse and set to spinning huge lacy webs, making a cocoon of the forest. They hummed softly, and when Flora cut through the silk, she was at the edge of the bog, her hut just up ahead. Laborers surrounded her home, painting and scraping, her precious herbs crushed beneath their feet. She peered through the window, and there was the man sitting upon a throne, and beside him, a large pile of jewels and glowstones. Flora burst through the door, and he jumped halfway to the sun. You've taken too much! There are hundreds of jewels before me, and not a one do you deserve! You haven't enough hands to even carry these riches, you snake!
Now the spiders thought this was quite a funny idea, so they hummed again, and the man sprouted hundreds of hands, and his body grew long and snake-like. He shrunk smaller and smaller before slinking under the door and out into the bog. And so, you've now heard the tale of how centipedes came to be.